Ja, schönen guten Morgen nochmal. Mein Name ist Axel Fuhrmann. Ich habe die Ehre, und das ist mir eine ganz besondere, Herrn Hugo Niebeling hier im Gespräch zu haben. Für mich ein Widerstandskämpfer, ein Pionier, einer, der sich immer durchgesetzt hat und seine Ideen in Filmen hat aufgehen lassen, die eine ganz besondere Synergie, eine wunderbare Kohärenz zwischen Musik, Film und Betrachter geschaffen haben. Wir haben uns überlegt, dass wir drei Werke heute vorstellen. Ich sage es nur mal ganz kurz. Die Zeitspanne ist von 1967 bis 1993, wenn ich mich nicht irre. Und beginnen möchten wir mit einem kurzen Ausschnitt aus der Pastorale, die Herr Niebeling 1967 mit Herrn Karajan verfilmt hat. Unser kleines Panel hier heißt Mit Licht schreiben. Und das, finde ich, ist erstens eine sehr schöne Metapher für das, was Herr Niebeling sein Leben lang gemacht hat. Zweitens verweist es aber auch auf einen zweiten Filmbereich, in dem er sich sehr stark bewegt hat, und das ist der Industriefilm. Und einer seiner Industriefilme, die er für Agfa realisiert hat, ungefähr im gleichen Zeitraum, der trägt den Namen Mit Licht schreiben. Und in diesem Film hat er Folien entdeckt, über die er uns gleich mehr erzählen wird, die zu einem sehr markanten Element seiner Pastorale geworden sind. Und ich würde sagen, wir steigen sofort mit dem Filmbeispiel ein und dann reden wir sofort drüber. Film ab. Ja, Herr Niebeling, man sieht in diesem Film eine Kamerafahrt, die an dem gesamten Orchester vorbeiführt, die aber sehr schlierenhaft ist, sehr schemenhaft, sehr assoziationsreich für den Betrachter. Man sieht die Instrumente nicht genau. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und wie ist diese Aufnahme entstanden? Weil da ist für mich die Brücke auch da zwischen Industriefilm und Musikfilm. Ideen, die Sie daraus schöpften, aus dem Industriefilm und einbrachten dann in Ihre Musikfilme. Also ich versuche mal ohne Mikrofon zu sprechen. Denn gestern, als ich saß, ich konnte immer nur die Hälfte verstehen von dem, was ins Mikrofon gesprochen wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht, dass Sie mich hinten hören können, aber ich finde, es ist besser zu sprechen ohne Mikrofon, weil Sie mich deutlicher verstehen können. Also, dass ich Industriefilm gemacht habe, war ein Zufall. Ich habe also Schauspiel gelernt unter Gustav Gründgens in Düsseldorf, ja, und bin auch anschließend ins Engagement gegangen nach Augsburg. Aber man hatte mich parallel dazu gezwungen in eine kaufmännische Ausbildung bei der Mannesmann AG. Und als die dann erfahren haben, dass ich also als Schauspieler nach Augsburg ging, da dachten die, dann kann der auch einen Film über Mannesmann machen. Und den habe ich gemacht. Und das war ein Glück oder war es ein Pech. Er hat den Deutschen Filmpreis in Gold bekommen und dann hatte ich laufend Aufträge von Industriefirmen. Da ging es mir gut, wirtschaftlich, ja. Und ein Film davon war für Aral Petrol, da zeigte ich auch den Autobahnbau mit schweren Rauten, die da fuhren. Und die habe ich nach Vivaldi tanzen lassen. Ja? Also, und das hat also den Kirch und Karajan wahnsinnig fasziniert, also belustigt. Und die waren mit Clouseau nicht mehr zufrieden und die sagten, geben wir dem doch mal so eine kleine Beethoven-Symphonie, die Pastorale. Und mir ging es an sich wirtschaftlich gut. Ich habe mit dem Anwalt vom Kirch, konnte ich meine Bedingungen stellen. Ich hatte drei deutsche Filmpreise in Gold, eine Oscar-Nomination, also mir war das gar nicht, also ich hatte noch nie Musikfilm gemacht. Ich sagte ihm, Herr Ziegaus, also ich kann machen, was ich will und keiner redet mir rein. Und er sagte jetzt zu mir, sagen Sie bloß nicht dem Kirch, dass ich den Vertrag mit mir gemacht habe. Und dann ging das los. Ich
bin dann erstmal in die Pinakotheken gegangen und habe geguckt, ist da irgendwie ein schönes Bild, ein altes Bild mit Gewitter und so. Und da dachte ich, Quatsch, bei mir findet das Gewitter im Orchester statt. Und damit sind wir schon beim zweiten Filmbeispiel, das wir nicht vorweggreifen wollen. Das kommt nämlich erst. Sie haben meine erste Frage noch nicht beantwortet. Und zwar, wie es zu dieser Einstellung vor dem Orchester kam. Da haben Sie ja durch eine Metallfolie quasi gefilmt, die Sie bei einem Film über Agfa erst kennengelernt haben. Und das brachte Sie quasi auf die Idee, dort halt eben auch die Kamera entsprechend zu versorgen mit einem Vorsatz. Vielleicht können Sie das mal erklären. Ja, ich habe einen Film gemacht über Fotografie und Film mit Lichtschreiben, Fotografien, ja. Und habe dort dann gesehen, dass die ihre Teile für die Kameras ausgestanzt haben aus Aluminiumblechen. Und diese Bleche waren wie ein Spiegel, man konnte sie bewegen. Ich habe mir ein Gestell bauen lassen und konnte ihr eine Verzerrung, wie es mir gerade gefiel, damit einrichten. Nicht? Und dann hab ich das vor die Kamera gesetzt und wir sind damit gefahren, nicht? Am Orchester vorbei. Immer wenn eine harmonische Veränderung im Gange war, nicht? Aber ich wollte sagen. Jetzt war das ja Ihr erster Musikfilm, den Sie überhaupt gemacht haben. Ja, das war mein, das heißt, das war mein allererster Musikfilm. Ja. Ich kam zwar aus einem. Also ich habe schon als Sechstaler unter Karl Schuricht in der Matthäus-Passion das Knabe gesungen. Ja, wir hatten ein Musikgeschäft, aber ich hatte einen jungen Assistenten, einen jungen Dirigenten, Hugo Kech war das, den hatte ich mir ausgesucht und ich habe den Kameramann mir ausgesucht, Ernst Wild, und wir haben dann in einem leeren Raum, habe ich erst einmal darum gebeten, sämtliche Instrumente, die in der Pastorale vorkommen, zu besorgen und der Dirigent müsste sie mir vorspielen. Und dann haben wir erst einmal wochenlang, Sie müssen sich bedenken, 1967 war das Neuland, ja, und dann haben wir sorgfältig geprüft, wie kann man die Instrumente filmen. Nicht nur in der totalen, sondern in einzelnen, also das war wichtig. Und Kirch hat Ihnen, glaube ich, sogar seinen Keller in seiner Privatvilla zur Verfügung gestellt. Ja, nein, das war ein Raum unten in der Pacellikstraße in München, nicht wo wir das gemacht haben. Dann kommen wir doch jetzt mal zu dieser verwegenen Idee, unter jedem Orchestersitz eine 100 Watt Glühbirne zu schrauben. Also Sie haben ja das Studio ausgerüstet mit einem Boden, den Sie satzweise, also jeden Satz der Pastorale haben Sie unterschiedlich, ganz kurz, unterschiedlich früher, gestrichen. Ich möchte so weit noch nicht jetzt kommen. Ja. Ich wollte sagen, das war also dann, ich habe dann, da ich ja selbst handwerklich meine Filme geschnitten habe, hatten wir erstmal die Partitur, ich musste mich in die Partitur einarbeiten. Und ich habe zunächst die Musik immer wieder angehört und dem Dirigenten gesagt, da und da und da passiert das. Und da sagt er mir, immer wenn eine harmonische Veränderung ist, passiert bei ihm was ganz Besonderes. Das wusste ich, gar nicht. Und ich habe dann, jeder Schnitt, den Sie sehen, ist in der Partitur präzise eingetragen. Und da Karajan unsicher war für Filmaufnahmen und Playback haben wollte, kam mir das entgegen. Ich konnte also mit dem ganzen Orchester arbeiten, aber wir hatten nur 8 Sitzungen, a 3 Stunden, minus 25 Minuten Pause, nicht? Und wir haben dann für diese Sachen ganz präzise mit Stoppuhr gemessen, Standortwechsel, Objektivwechsel, wie lange das dauert. Dann habe ich aber erreicht, dass ich, das war so eine Erfindung von mir, Einzelplaybacks machen konnte, wo ich entweder Karajan mit 2 Violinen oder sonst ein paar einzelne Instrumente genommen habe. Einmal sehen Sie dann
wie Spinnfäden regnet, nicht, da sitzen drei oder vier Philharmoniker, nicht, der erste streicht an der Geige und die anderen drei dahinter an den Besenstielen der Putzfrauen, ja, so kommen denn regnete Spinnfäden, ja, solche Sachen. Das sind jetzt Ausschnitte, die wir gleich auch sehen. Man muss sich da vorstellen, bei dieser kurzen Zeit der Sitzungen, die sie zur Verfügung hatten, dann immer noch Einzelplayback-Aufnahmen zu machen mit Karajan und einer Violine oder mit einer Violine und Besenstielen und diese ganzen Dinge. Das ist alles Playback gelaufen, auch die Orchesterausschnitte, die man gleich sieht, sind auch Playback gelaufen, sonst hätte man das in der kurzen Zeit auch überhaupt gar nicht in den Griff kriegen können. Jetzt sagen Sie mir aber nur noch eins zum Gewitter, weil das ist der Höhepunkt der gesamten Pastorale. Wie kommen Sie auf diese verrückte Idee, unter die Orchestersitze 100 Watt Glühbirnen zu schrauben? Also für mich wozu hat das Gefühl, oder woher kam die Idee? Wir hatten den Standpunkt steil von oben und mit Licht sah das sehr schön aus, aber ich dachte, viel schöner ist ein Schattenriss, dass das Orchester also schwarz ist und darunter, wir hatten ja bei diesem Gewitter einen weißgrauen Boden, in jedem Satz war die Farbe des Bodens anders, ja, und hatten einen weißgrauen Boden und da kam der Gedanke nahe, das Licht kommt nur unter dem Stuhl, ja, jeder hatte eine 100 Watt Birne drunter, ja, und dann da war das ganze Orchester ein Schattenriss, ich war steil von oben gesehen, nicht? Und die Philharmoniker drehen das immer aus, weil sie zu heiß wurden. So, ich glaube, jetzt sind wir auch ganz heiß auf den nächsten Musikausschnitt. Herr Liebeling, den gucken wir uns erst an, dann können wir gleich noch mal ein bisschen weiterreden. Also, mir geht das immer so, wenn ich dieses Gewitter sehe, das hält mich überhaupt nicht auf dem Hocker. Ja, das ist so eine Eigengewalt, die sich da entwickelt durch die filmischen Mittel und durch die Erzählweise des Films. Das konnte ja nur schief gehen mit dem Karajan, denn der wollte ja eigentlich immer irgendwie im Zentrum stehen, oder? Und nicht diese Filme. Darf ich mal etwas sagen? Also, das war 1967, ja. Der Film war anschließend 15 Jahre in Deutschland verpönt. Das kann man mit Beethoven nicht machen. Und ich sagte, Beethoven hat gesagt, meine Musik soll Feuer aus dem Geiste schlagen, daran habe ich mich gehalten. Da sagten die mir vom ZDF, der Co-Produzent, nein, sie kriegen Glinka von uns, damit können sie das machen. Und wenn jetzt Glinka ins Radio kommt, dann wie ein Besessener stürzt sich dahin und schaut den Apparat ab, nicht vor Entsetzen, ja. Und das hat 15 Jahre gedauert. Ich kriege Zuschriften, zum Beispiel der Sender kriegt, also ich weiß, wir wissen, wie der aussieht. Der hat lange Haare, ungepflegtes Gesicht, Springerstiefel und so weiter. Das ist der, der diesen Film gemacht hat. Das können Sie sich nicht denken, was damals 67 so etwas... Also man hielt sich für einen Rocker. Moment. Ja. Aber in Frankreich war es genau das Gegenteil. Und der Film kam 2 Jahre später nach Frankreich, ja, und am selben Abend der Ausstrahlung hat mir ein Franzose, ein Dr. Barthes, diesen Brief geschrieben. Ich meine, die Berliner sind da alle Hugenotten, die verstehen doch alle Französisch, ne? Nein. Ich kann etwas übersetzen, ja. Merci, merci pour l'admirable diffusion de la 6e symphonie, la beauté plastique des images, leur fluidité, leur choix, leur assemblage, leur rythme était tel qu'il m'a semblé découvrir aujourd'hui l'œuvre elle-même. Das heißt, dass ich den Eindruck hatte, dass ich jetzt erst das Werk wirklich entdeckt habe. Et je ne pourrais plus l'entendre sans évoquer leur perfection. Dass ich beim wiederholten Hören immer wieder die Perfektion der Bilder in mir wachrufe. On le sait, monsieur, si vous êtes plus photographe, plus musicien, plus mélomane, plus cinéaste. Und jetzt kommt das Dollste, was ich je gehört habe. À ce niveau, la technique rejoint son étymologie grecque et redevient art. Das heißt im Griechischen Technik, Kunst, ja. Es wird also auf diesem Niveau, wird Technik wieder findet wieder zur griechischen Etymologie zurück, ja, und wird wieder zur Kunst. Und unten dann hat er drunter geschrieben nochmal, aujourd'hui, jetzt in Versalien, aujourd'hui, j'ai vu de la musique.
Eine ganz, tolle Bestätigung dessen, was Sie da kreiert haben. Jetzt wollte ich aber doch noch mal auf einen Punkt raus. Sie hatten vorher gar keinen Musikfilm gemacht. Sie hatten aber die Nähe zur Musik durch das elterliche Musikgeschäft. Was war der Antrieb? Was hat Sie angetrieben, diese Bilder zu finden? War das eine Art von Techniklust des filmischen Erfindens neuer Bilder für die Klassik? Oder war das geboren aus der Musik heraus, wo Sie gesagt haben, da stecken für mich visuelle Potenziale drin, die will ich verwirklichen? Wie muss man sich das vorstellen? Es ist so, dass ich, das habe ich vorhin schon gesagt, dass ich mit diesem jungen Dirigenten, Hugo Kech war es, dass ich die Musik mir wiederholt angehört habe und ihm in die Partitur diktiert habe, was ich jeweils machen will. Das habe ich einfach aus dem Erlebnis der Musik. Ich bin kein Musiker, aber ich glaube, dass ich musikalisch bin. Und ich habe ihm genau gesagt, da und da und das, nicht? Und das hat er dann in die Partitur eingetragen. Wie gesagt, er sagte dann immer, wenn eine harmonische Veränderung ist, tut sich bei ihm was Besonderes und so. Also, das heißt, Sie haben auch die Musikfachleute begeistert mit diesen quasi auch ein bisschen neuen Ideen, die Sie dann hineingebracht haben in Ihre Kunst. Ja, also zunächst begeistert ja nicht. Ne? Die waren ja empört in Deutschland. Wie gesagt, das war 15 Jahre war der Film verpönt. Das darf man mit Beethoven nicht machen, nur mit Blinkern. Sie hat sich ja dann auch mit Karajan überworfen. Warum? Ja, ach so, ja. Also bei der Abnahme war Karajan grün vor Wut. Aber das ist denn, da habe ich denn auch erkannt, ein Dirigent ist eben ein rekreativer Künstler. Er interpretiert eine Schöpfung, die besteht. Ja? Das muss der Grund gewesen sein, der er glaubte, er würde durch die künstlerische Gesamtgestaltung, durch den Kontext der künstlerischen Gestaltung an die Seite gedrängt. Das ist genau das Gegenteil. Er wurde herausgehoben. Er lebt heute von diesen beiden Symphonien, die ich gemacht habe. Er hat 100 Filme gemacht, aber nur die beiden, die Eroica und die Pastorale und die Eroica, die ich 2010 wieder rekonstruieren konnte. Die beiden existieren, ich bin gerade dabei, die siebte, diese, wo Wagner ja sagt, das sei die Apotheose des Tanzes, der vierte Satz, nicht? Dass ich das auch wieder, ich habe einmal von Egon Madsen den vierten Satz der siebten Symphonie tanzen lassen und der jetzt Direktor ist des Stuttgarter Balletts und das, der vierte Satz, den haben wir schon fertig gemacht. Aber ich muss noch weiter, ich muss ein bisschen schwierig, aber die 17. Symphonie kriege ich auch nicht. Dann hat das uns drei Symphonien mit Karajan. Und die anderen Wunder sieht keiner mehr. Wir sehen also, Sie sind kräftig bei der Arbeit und sprühen weiterhin vor Ideen. Die Ideen schlagen Funken, wie Beethoven es ja auch gesagt hat. Ich möchte jetzt aber noch zu zwei anderen Filmbeispielen kommen, die auch so ein bisschen wieder die Verbindung zwischen Industriefilm und Musikaufzeichnung zeigen. Sie haben sich eine, für die Klage der Ariadne, haben Sie sich überlegt, diesen Text Monteverdis zur Klage der Ariadne in deutsche Sprache zu übersetzen und von der Sängerin, die interpretiert, zuerst sprechen zu lassen, um dann im Anschluss die musikalische Version zu verfilmen und das mit beiden Bildebenen zusammenzuschneiden. Für mich auch ein wahnsinnig expressives Beispiel Ihrer Kunst, weil Sie immer hin und her driften zwischen diesen beiden Bereichen. Hier haben Sie sich ein Ambiente ausgesucht, das aus dem Industriefilmbereich stammt. Das kannten Sie sehr gut. Übrigens ist das auch die Location der Schimanski-Filme, die in den 90er Jahren gedreht wurden in Duisburg-Meiderich. Wenn man also da durchs Industrieambiente fährt, sieht man ihn mit seinem Citroën da immer durch Rasen. Wir schauen uns jetzt mal den ersten Teil dieser Verfilmung der Klage der Ariadne an. Ich höre gerade die Ansage, dass wir noch 5 Minuten haben, würde aber ungern auf den zweiten Ausschnitt verzichten. Vielleicht sagen Sie uns aber gerade noch mal ganz kurz dazu. Ja, der zweite Ausschnitt kommt gleich. Vielleicht sagen Sie uns ganz kurz noch dazu. Ich sehe da drin so eine Verschmelzung. Sie haben Schauspiel bei Gründgens studiert. Sie haben Industriefilme gemacht. Sie sind ein begnadeter Musikfilmregisseur. Für mich verschmelzen gerade bei der Klage der Ariadne diese drei Bereiche ganz intensiv miteinander. Wie haben Sie da mit der Sängerin gearbeitet? Weil nicht jede Sängerin hat ja diese darstellerischen Qualitäten. Also, ihr wurde von meinem Kameramann, der
Pastorale in Polen, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Die kam voller Vertrauen zu mir. Und ich sagte ihr, also wenn man Klage der Ariadne italienisch singt, dann verstehen wir hier gar nichts. Und ich habe gedacht, ich werde das erstmal ins Deutsche übertragen. Und dann wäre es wunderbar, wenn wir in dieser stillgelegten Hütte da das spielen könnten. Und dann anschließend die Sterbeszene in der Hütte, da liegt sie wie eine Gekreuzigte in dem Sand des Hochofens da, vor dem Hochofen. Und dann kommt sie in einen Renaissance-Saal der Zeit um 1600, also von Monteverdi, bei der Fürstenfugger in Bayern. Und da wird dann die Klage der Ariadne gesungen von ihr. Aber zwischendurch ist immer wieder ein Rückschnitt in die Industriebrache, wo sie in Fetzen auch singt, und das verzahnt sich. Dann bitte ich um den zweiten Ausschnitt aus Klage der Ariadne. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich hatte noch einen Ausschnitt aus der Johannespassion vorbereitet, aber wir sind mit der Zeit jetzt durch. Die Fragerunde ist eröffnet. Ja, ist nur ein kurzer Ausschnitt, also dauert auch nur 4 Minuten. Vielleicht, ich weiß nicht, wo sitzt der Veranstalter? Alles einverstanden? Alles gut? Wunderbar. Dann noch ganz kurz zu einem weiteren Werkausschnitt von Hugo Niebeling, ist der Tanzfilm. Nachdem es mit Karajan nicht weiterging, hat Herr Kirch eine sehr kluge Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, ab jetzt machen Sie Ballettfilme. Und haben ja, der Karajan wollte, also ich sollte nicht mehr machen, aber ich auch nicht mit einem anderen Dirigenten. Ne? Dann musste ich Ballettfilme machen. Sie haben sehr schöne Ballettfilme gemacht, unter anderem mit Balanchine. Sie haben eine Giselle verfilmt. Bevor wir jetzt kommen wir zum Ausschnitt aus Johannespassion, in dem alles verschmilzt. Ja? Also ihre, das Choreografieren, der Tanz, der Gesang, die Choristen, die geführt werden, wie Schauspieler. Es ist eigentlich ein Werk, in dem alles das miteinander verschmilzt, was sie auszeichnet. Und bevor ich jetzt lange rede, gucken wir uns einfach den Ausschnitt an. Wenn ich sagen darf, das ist eigentlich mein Lebenswerk. Da habe ich 30 Jahre dann gebastelt. Also ich mit Karl Richter kam ich nicht zusammen. Ich musste also warten, bis er denn es. Ich meine, das eigentliche Wunder in München, das Weltwunder, war ja nicht das Bach-Orchester, sondern der Bach-Chor in München. Und das war wirklich ganz außergewöhnlich. Und das wollte ich denn machen. Und ich habe dann diese Johannespassion, das ist ja in 2 Stunden, ist jetzt übrigens dieses Jahr zum 35. und 36. Mal ausgestrahlt worden innerhalb von 20 Jahren. Das ist ja höchstwertig. Und ich glaube, für die Produktion wurde der gesamte Speyerer Dom entleert von seinen Bänken. Also es gibt keine Bänke im Speyerer Dom. 2000 Jahre feiern. Und Sie haben 30 Tage gedreht, stimmt's? Aber jetzt gucken wir. 32 Tage. 32, okay. Ausschnitt ab. Ich weiß nicht, ob noch Zeit ist für eine kleine kurze Fragerunde oder ob wir gleich das Podium verlassen sollen. Ja. Altenberger Dom machen, mit Tänzern von Volkwang, die 12 Meter lange Schleier hinter sich her fliegen lassen, wenn sie durch die Schiffe, durch das Längsschiff sausen gegeneinander, und der beste Geiger in Madrid, Christian Tetzlaff, der sich kostenlos zur Verfügung stellt, der würde dann das überall im Altenberger Dom machen. Und vorher würde er durch die Rundmacher Kämpfe wandern, durch ein Chaos einer totalen Naturlandschaft,
und wo fingerige Äste, tote Äste da stehen und in jedem Augenblick ist es denn ein Kreuzgratgewölbe, das also der da drin nicht wegfährt. Und da läuft er den Boden, zupft dann schon mal die Melodie, setzt sich an den Altrhein, das ist der Altrhein, der da Überschwemmungsgebiet, alles stehen tote Stämme da, keine Krone, keine Äste, aber wieder Gegenschnitt, Säule mit Blattwürfelkapitelle, ja, nicht die, also kurz dagegen stehen, werden die genauso aussehen. Also man sieht schon, sie sprühen immer noch vor Ideen und hoffentlich aber können wir das wird man sehen. Kurzer Tisch. Eine ganz wichtige Frage, damals sind die Filme im Fernsehen gelaufen. Kleine Apparate in der Wohnung. Ne? Ich kann es nicht verstehen. Damals sind die Filme fürs Fernsehen gemacht worden. Ne? Sie sind im Fernsehen noch mit relativ großer... Nicht nur, das ist auch in Matinees gezeigt worden, 1967 noch nicht nur fürs Fernsehen. Ja, aber sagen wir mal, gemacht worden, konzipiert wurde, der Auftraggeber hat es auch fürs Fernsehen. Ich sehe nur heute, wenn wir das auf großer Leinwand sehen, mit dieser akustischen, solchen Räumen, dann ist das eigentlich die Aufforderung zu sagen, das muss eigentlich der springende Punkt sein, dass man es wieder aufführt auf großer Leinwand, so wie wir es jetzt hier hören, dass diese Filme das aushalten. Sag mal, das war mein Ansatz von gestern Morgen. Ja. Wie kriegt man das hin, dass man das, sagen wir mal, propagiert, dass die Filme dort wieder ihr lebendiges Publikum finden? Das ist eine ganze Welt. Ja, die deutsche Kinemathek wird diese Filme ja im Kino alle zeigen von mir. Ich will alle Filme von mir haben. Aber dieser Film läuft seit 20 Jahren im Schlosstheater in Münster. Und zwar mit 4K. Ja, ich habe den auf 4K gebracht. Hier ist ja ein merkwürdiges Zittern im Bild, also im Hintergrund hier. Also das ist in exzellenter Qualität, ja, 4K. Und das läuft da seit 20 Jahren, nicht? Und die haben das auf den Server gebracht und das lief erst mit 35 mm und dann habe ich das vor 2 Jahren auf 4K gebracht und da läuft es jetzt also vom Server her, nicht? Jedes Jahr und also im großen Kino. Und da hat sich eine Gemeinde gebildet in Münster, die ganze Karwoche läuft der da, nicht? Und ist alles rappelvoll. Nicht? Und ich bin auch immer da. Vielen Dank.